So, meine Lieben, es geht los. Ich begrüße dich ganz herzlich heute am Sonntag zu dieser Stunde. Ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt in die Corona-Zeit und ich habe es echt lange nicht gemacht, online zu unterrichten und freue mich einfach. Ich habe nämlich jetzt 2 Stunden sonntags morgens unterrichte ich eigentlich jetzt in die Uhrzeit in Schwabing, aber für den Patrick, aber das fühlt sich im Moment nicht ganz so stimmig an, darum verbringe ich jetzt gerne Zeit mit euch. Also, es ist 1 Stunde oder ein bisschen mehr, Embodied Flow Inspired. Was heißt das? Nochmal ganz kurz, das ist mehr die Bewegungsqualität, die für mich im Vordergrund steht, als reines, pures Alignment. Ja, also, ich merke einfach, dass meine Übungspraxis sich dahingehend verändert hat, dass ich nicht mehr höher, schneller, weiter und noch tiefer rein, sondern mehr in den Asanas versuche zu spüren, wo bewegt sich was, wo spüre ich was. Und dass du also wirklich mehr und mehr Embodiment heißt, in diesen Körper kommen, in diese Verkörperung deines Selbst und dort einfach ja, wirklich diesen Energiefluss zu spüren. Das versuchen wir heute mal wieder. Von daher kurz ein paar Minuten fangen wir an im Sitzen. Setz dich gerne erhöht, wenn du das brauchst. Wir sitzen aber nicht lange. Schließ die Augen und nimm mal ein paar bewusste Atemzüge, wirklich tief durch die Nase. Lösen durch den Bauch raus. Richtig Bauch nach unten ausstrecken, ein paar Mal. Meinen Diffuser an hier. Ah, ankommen. Und dann spür. Erstmal nach unten in die Verbindung, in die Basis, so wie du sitzt. Und du das Gefühl hast, du lässt dich noch tiefer nach unten in deinen Sitz, in dein Becken, über die Sitzbeinhöcker in den Boden hinab gleiten. Richtig stark dieser Sog von unten. Und gleichzeitig spürst du so einen leichten Impuls, der dich nach oben hochhebt, aufrichtet, die Wirbelsäule schön lang hält. Aber das auch eher von innen heraus. Die Wirbelsäule, die nicht einfach nur ein Rohr ist, aber auf der anderen Seite ist sie es doch. Dieser Hauptkanal, wo Energien durchfließen, Sushumna Nadi, den wir versuchen, gerade einfach mal durch ein paar bewusste Atemzüge freier zu machen. Und stell dir vor, wenn du einatmest, über die Kopfkrone, durch den Kopf, durch den Hals, Brust, Bauch nach unten ins Becken. Und sogar nach unten über dein Steißbein in den Boden aus. Und dann, wenn du ausatmest, steigt ganz frische Energie von unten den gleichen Weg über die Wirbelsäule nach oben und über deine Kopfkrone in den Raum über dir. Du kannst es vielleicht mit einer Farbe oder mit einem goldenen Licht oder einfach diesem Gefühl, dass da wie durch so eine Wassersäule Wasser oder Energie durch deinen Körper nach unten fällt, wie Regentropfen, wenn was aufsteigt mit der Ausatmung, dich aufrichtet. Lass dabei wirklich den Bauch weich werden. Dein Gesicht, deine Zunge, deine Schultern. Als ob eine warme Hand gerade mal dahin streicht und berührt, wo du vielleicht merkst, da verspanne ich noch. Da ist es irgendwie hart. Und du verbindest dich einfach hier mit diesem Fluss von Energie und der macht sich für uns bemerkbar im Atem. In diesem Prana, der Atem, der uns bewegt innerlich, permanent, ist nie Stillstand.
Versuch mal den ganzen Körper auszufüllen, wenn du einatmest, als ob sich dein ganzer Körper von innen heraus ausweitet, als ob du einen Ballon aufpustest. Und dann spüren, wie du ganz sanft wieder zurückpulsierst, zurück zu deiner Mitte. Vielleicht kannst du dir den Raum um dich herum vorstellen, die Luft, die deine Haut berührt. Der Raum hinter dir, der dir wie ein Kissen es dir in den Halt gibt, du dich dort anlehnen kannst. Der Raum links und rechts von dir. Der Raum vor dir, über deinem Kopf. Und der Raum, die Verbindung zum Boden unter dir, die Stabilität. Und stell dir vor, du bist da eingepackt, als ob du dein Bubble Wrap in dieser Folie eingepackt hast. Du kannst gar nicht umkippen. Ich habe heute Morgen in meiner Meditation gefragt, was ist denn das Thema oder was ist denn die Klasse? Und da kam wieder diese Verbindung. Die Verbindung, also in Embodied Flow sagt man auch, die Outer Atmosphere und die Inner Atmosphere. Also stell dir vor, du hast den Raum in dir, der sich ausweitet, sich zusammenzieht. Dann hast du deine Haut als ganz dünne, permeable Membran. Und dann den Raum um dir, diesen unendlichen Raum von Luft. Aber das ist nicht nur Luft und nichts, da sind aber Millionen, Milliarden von Molekülen. Du stehst im ständigen Austausch mit diesem Raum. Nicht nur durch den Atem, auch über die Haut. Ich würde heute gerne einfach dieses, wie treten wir in Beziehung zu etwas? Zu Menschen, zu uns selbst. Und auch zu diesem Raum, wie spüren wir unseren Sinnen, unseren Tastsinn. Und von daher bring jetzt ganz langsam mal, gerne mit geschlossenen Augen, für Anjali Mudra die Hände zueinander. Aber du versuch nicht direkt die Hände oder die Finger aufeinander zu, also direkt den Prayer Pose zu machen, sondern diesen Raum dazwischen zu spüren. Und vielleicht sind es vielleicht so 5 cm, 10 cm. Ich habe meine Augen geschlossen. Ich weiß gar nicht, wie weit meine Hände gerade voneinander entfernt sind. Aber dieses elektromagnetische Feld, vielleicht spürst du das. Du kannst so ein bisschen damit spielen, als ob du so einen Energieball gerade zwischen deinen Händen zusammendrückst. Einfach nur spüren, ob du ein bisschen da was wahrnimmst. Und wenn nicht, dann ist es überhaupt nicht schlimm. Und dann ganz bewusst gehst du in den Kontakt, linke, rechte Hand und lässt dort deine Hände verschmelzen. Und spür die Weichheit der Haut, wie die Finger langsam zueinander finden, wie du die Wärme wahrnimmst und wie jetzt Austausch stattfindet. Wie ein geschlossener Kreislauf. Wir machen so viele Dinge so unbewusst. Wir fassen andere Menschen an, Gegenstände, bewegen uns durch den Raum und denken nicht darüber nach. Aber die Stunde soll dich so ein klein bisschen schärfen in diesem Gefühl von meeting and being met. Du triffst etwas, du gehst in Beziehung zu etwas und genauso tritt dieses etwas in Beziehung mit dir. Diese Wechselwirkung, dieses Spiel. Und spür für ein paar Atemzüge einfach deine eigene Berührung. Und wie du dich hier einfach centerst, wie du vielleicht noch ein klein bisschen mehr ankommst. Hier auf der Matte und bei dir. Wenn du magst, setz eine Intention und Sankalpa, etwas, das für dich heute an diesem Tag vielleicht Bedeutung haben soll. Oder vielleicht gerade in deinem Lebensweg einfach ein Thema ist.
Ich bin Hingabe, das ist mein Thema. Ich möchte mich hingeben, den Beziehungen, dem Austausch. Du formulierst es so für dich ein-, zweimal. Und dann beginnen wir mit einem Om. Nochmal über die Nase einatmen. Spür, wie der innere Raum anschwillt. Mit dem Ausatmen, wie du alles abgibst. Oh. Wunderbar. Löst die Hände. Öffne die Augen. Welcome back. So, wir fangen direkt an im Vierfüßlerstand. Und wenn du jetzt das erste Mal wirklich die Hände auf die Matte setzt, auch hier, bewusst schau dir deine Hände an, spür, wie du mit den Händen deine Matte berührst, wie du spürst, wie das Gewicht vielleicht erstmal von links nach rechts so ein bisschen, ne, sich verlagert. Und dann, als ob es das erste Mal ist, dass du die Matte berührst, ja, und die Hände in den Boden sinken, nimmst du hier Kontakt auf. Und dann fang an mit deinen Bewegungen, ausatmen, runde den Rücken, einatmen, du kennst das, Herz heben. Mach uns ein bisschen Musik an. Und du fängst an, in diesen ersten Bewegungen gerade erstmal zu spüren, wie der Körper sich heute Morgen anfühlt. Ich hoffe, dass das von der Musiklautstärke jetzt so okay ist. Ich habe die Ronja gebeten, mal sonst mir ein Zeichen zu geben, wenn es irgendwie zu laut ist. Ist gut. So. Okay, wunderbar. Also fang an, dich einfach hier zu bewegen. Embodied Flow ist vor allem auch freie Bewegung. Ein bisschen der Intuition zu vertrauen, der eigenen Körperweisheit. Und ich komme immer mehr weg von diesem Starren, es muss so aussehen, es muss so sein. Und merke, dass vieles für mich nicht mehr passt, dass ich manchmal ein bisschen langsamer bin in meiner Praxis, weil ich es genieße, es zu spüren, wie es sich anfühlt. Und dann in den nächsten Momenten, komm auf deine Weise, ganz langsam in den ersten nach unten schauen und unten, stell die Zehen auf, heb die Knie, lass die Knie noch gebeugt. Und lass auch hier nach unten schauen und Hund die Bewegung weiter geschehen im Becken, als ob du dich so ein bisschen durchstretchst. Spürst auch, wo hier Bereiche sind, die vielleicht ein bisschen von dem morgendlichen Trägheit noch starrer sind. Roll mal nach vorne in die schiefe Ebene wie eine Welle. Und erkenn das und roll zurück wie eine Welle. Ganz gut, um den Körper wirklich einmal so ein bisschen durchzukneten. Und dann hier nach unten schauen, den Hund. Ja, spür die Hände, wie sie in den Boden schieben. Du dadurch Länge im ganzen Körper bekommst. Lass gerne die Knie noch gebeugt, wenn du magst. Wie es für dich passt. Und dann beug die Knie an, lauf langsam nach vorne. Auch hier Knie gebeugt, Bauch auf die Oberschenkel, gegenüberliegenden Ellenbogen greifen und ein bisschen schwingen von links nach rechts. Gerne mal Lippen auspusten. Arme nach unten gleiten lassen und nach oben rollen. Kinn noch an der Brust. Roll up. Einatmen, heb die Arme.
Greif die Hände ineinander, zieh dich lang, lang, lang und dann ausatmen rüber nach links. Aber drück mal ganz intensiv den rechten großen Zeh in den Boden. Und spür die Verbindung auf der ganzen rechten Seite und den Kontakt über den rechten Zeh zum Boden. Einatmen zur Mitte und ausatmen rüber nach rechts. Und auch hier mehr Kontakt über den linken großen Zeh in den Boden. Einatmen mit und nochmal rüber. Letztes Mal einmal nach links. Mitte ein. Ausatmen rechts. Einatmen tief, bring die Hände Namaste vor dein Herz. Ist immer wieder der Moment, wo wir zurückkommen zu unserer Homebase, zu unserem Touchstone. Ja, vielleicht zu der Intention oder einfach zu diesem Gefühl von, ich treffe etwas, ich treffe mich hier. Und dann einatmen, zieh die Arme nach oben und ausatmen, falte dich nach unten, Uttanasana. Einatmen, zieh den Rücken lang, heb das Herz. Ausatmen, nach unten tauchen, noch zweimal. Einatmen, spür dich, spür die Kraft im Rücken und dann werd weich. Gerne die ganze Zeit noch Knie gebeugt. Einatmen und aus. Einatmen jetzt rechten Fuß weit zurück. Ausatmen links dazu, nach unten schauen nach unten. Roll nach vorne, einatmen. Und dann weich, Knie, Brust, Kinn aus. Einatmen, Cobra. Und zurück, ausatmen, nach unten schauen nach unten. Einatmen, hebt das rechte Bein und setzt den Fuß nach vorne, aber leicht nach außen, nach rechts raus. Ja, und fang auch hier an, so ein klein bisschen zu spielen, aber krabbel dabei immer mehr nach links, klein bisschen mehr raus zur linken Seite. Ja, und ich spüre jetzt, ich mache die Augen zu und ich spüre, was passiert hier in meiner rechten Hüfte. Du kannst das linke Knie auch auf den Boden bringen. Und so ein bisschen tiefer rein und wieder rauskommen aus der Haltung. Stell gerne mal die Fingerspitzen auf, richte nochmal den Rücken ganz lang und dann schmelz ein bisschen tiefer nach unten. Nochmal einatmen und aus. Dann komm nach oben. Streck das rechte Bein, komm gerne auf die Ferse und krabbel rüber zur rechten Seite. Zieh jetzt den rechten Hüftknochen aber wieder richtig rein ins Gelenk. Ja, und spür die Außenseite hier, die du jetzt erreichst. Setz den Fuß rechts auf, Hände auf. Schritt zurück, Down Dog. Einatmen, hebt das linke Bein. Setz den Fuß nach vorne und wieder so leicht raus. Ja, und jetzt gebe ich erstmal die Bewegung hier in mein Becken, in mein zweites Chakra, in Svadhisthana. Kannst du das Knie auf den Boden bringen und krabbel mehr jetzt nach rechts. Ja, und es gibt gar keine richtigen Ansagen dafür. Ich kann dir die Richtung angeben, aber die Qualität spürst nur du. Ah, wo hakt vielleicht was? Wo fühlt es sich gut an? Wo ist der Impuls, tiefer zu gehen? Komm auf die Fingerspitzen, dann hast du einfach deinen Oberkörper schön aktiv und komm ein bisschen tiefer. Pulsier aber auch gerne wieder raus. Komm in die Mitte, streck dein linkes Bein. Zieh den linken Hüftknochen nach hinten und jetzt krabbel mehr nach links. Bisschen in dieser Diagonale. Setz den Fuß auf, setz die Hände auf, Schritt zurück, Down Dog. Ein Vinyasa einatmen, komm nach vorne. Dein Weg, Knie, Brust, Kinn, kleines Chaturanga, Cobra oder Up Dog.
Und zurück. Nach unten schauen, nach unten. Und hier nach unten schauen, den Hund gerne Bewegungen wieder spüren, die einfach dann ja, aus einem herauskommen. Vielleicht mal die Lippen auspusten. So die ersten starren Bereiche haben sich vielleicht gelöst. Beug die Knie wieder an, lauf wieder mit kleinen Schritten nach vorne. Einatmen, zieh den Rücken lang. Ausatmen, tauch nach unten. Einatmen, heb dich, zieh die Arme nach oben. Ausatmen, Namaste. Komm an. Einatmen wieder, spann dich auf. Ausatmen, nach unten tauchen. Aber bleib hier mit geradem Rücken und zieh die Arme mal zur Seite. Ah, wie so ein Adler seine Schwingen ausfährt zur Seite. Und mit der Ausatmen runde dich, bring die Hände hinten auf die Schulterblätter. Und einatmen, spür wieder die Kraft, die das Herz hebt, den Rücken lang werden lässt und aus. Knie sind die ganze Zeit gebeugt. Schiebst hinten die Sitzbeinhöcker auseinander. Spürst, wie der untere Rücken weit wird und gleichzeitig der Oberkörper an Kraft gewinnt. Dann bring die rechte Hand auf den Boden, die linke mal hinten ans Kreuzbein. Du kannst mehr die Beine strecken oder auch gebeugt lassen. Du kannst auf die Fingerkuppen kommen, wenn du nicht ganz nach unten kommst. Und jetzt bring die linke Schulter mehr über die rechte. Blick rüber zur linken Seite, zieh den linken Arm nach oben und spann dich mal auf. Wenn du magst, streck mehr die Beine. Blick nach unten, einmal wechseln, linke Hand auf den Boden, nochmal die rechte aufs Kreuzbein. Nutz den Moment, um dich reinzubringen. Rechte Schulter schiebt nach oben, heb den Arm, schiebst nach unten in die Hand, ziehst dich nach oben auf. Und ausatmen. Super. Nochmal einatmen, Rücken lang. Und aus. Linken Fuß, setz ihn nach hinten. Komm auf die Fingerspitzen, einatmen, langen Rücken, ausatmen, streck das Bein. Einatmen. Beugen, Blick nach vorne und ausatmen. Geh so weit, wie du gehen magst. Komm auf die Ferse oder nicht. Such das Bein rechts mehr zu strecken. Wie fühlt sich das an? Ist das gut oder schlecht? Was musst du modifizieren? Setz den rechten Fuß gut auf den Boden, die linke Hand an die Seite und zieh den rechten Arm von hinten nach oben. Blick nicht nach oben zur Hand, sondern entweder nur nach rechts oder nach unten zur linken und zieh dich auseinander. Lehn dich ein bisschen nach links, spür den Raum hinter dir, als ob da ein Kissen wäre. Und was jetzt im Körper passiert. Drück mehr in die rechte Ferse. Rechte Hand auf den Boden. Schritt zurück, Down Dog. Einatmen, roll nach vorne. Rolling back. Zwei, dreimal. Spür, wie die Energie durch deinen Körper schwappt. Einatmen, heb das linke Bein. Setz den Fuß nach vorne, ganz leicht, zwischen die Hände. Einatmen, heb dich lang nach vorne und ausatmen. Streck das linke Bein. Und immer wenn du streckst, versuch die linke Hüfte ein Ticken mehr nach hinten zu ziehen. Und spür, was intensiviert da. Rechte Hand an die Innenseite, Fuß abgesetzt, hinterer Arm zieht nach oben. Blick gerne nach unten zur rechten Hand.
Auch da, wo unser Blick hingeht, ist unser Fokus. Ich schiebe in die Rechte und spüre die Verbindung und gleichzeitig erhebe ich mich nach oben. Lehne mich leicht zurück. Ausatmen. Hand auf den Boden, Blick nach vorne, Schritt nach vorne. Rücken lang und ausatmen, nach unten tauchen. Einatmen. Zieh dich lang. Hände vors Herz. Spür den Boden, schieb nach unten über die Fersen und gleichzeitig lass den Gaumen wie so ein Segel nach oben steigen und den Kopf mitheben. Und innerlich verbindest du dich schon mit deiner rechten Seite, mit deinem rechten Fuß und lässt die ganze Kraft, die ganze Zentrierung nach unten in den rechten Fuß fließen. Nimmst das linke Knie, ziehst das Knie zu dir ran. Und stehst erstmal nur hier auf deinem rechten Bein. Beugst das rechte und kippst langsam nach vorne. Krieger 3. Ja, und wenn das ein kleiner Krieger ist mit einem gebeugten rechten Knie oder ihr kennt das auch mit dem angebeugten linken, dann macht das etwas, das sich gerade für dich hier gut anfühlt. Spann dich auf. Schieb den linken Fuß hinten in den Raum hinter dich. Und dann setz den Fuß ganz sanft hinten ab, mit Kontrolle. Einatmen, High Lunge. Und jetzt zieh die Ellenbogen nach außen zusammen. Und wenn du einatmest, heb die Arme, streck dein Bein. Und ausatmen, pulsier wieder, zieh hinten die Schulterblätter zusammen. Einatmen. Und aus. Spür, wie die Kraft ansteigt durch die Beine. Jetzt lass das Knie gebeugt, Ellenbogen ziehen zu den Seiten. Du merkst, wie das Herz nach vorne schiebt. Du schiebst hinten aus deinem linken Fußbein dich so richtig raus und hebst dich mehr nach oben und vielleicht ein klein bisschen zurück. Als ob da hinten das Kissen wäre, dass ich mich anlehnen kann. Arme nach oben und dann öffne dich, Krieger 2 zur Seite. Einatmen, Reverse. Und ausatmen, streck das vordere Bein, Trikonasana. Heb die linke Hand. Und blick auch hier, entweder nach links, nach unten. Ich bin da voll beim Dennis. Nach oben fühlt sich für mich gar nicht gut an. Spann dich auf. Zieh den Arm gerne übers Ohr. Uttita Trikonasana. Lass den Arm nach unten kreisen. Komm nach oben. Reverse ein. Und einmal Parshvakonasana. Richte dich auf. Heb die linke Brust. Spann dich auf. Wie so ein Fächer. Spür die Verbindung wieder. Fingerspitzen. Und deine Außenkante vom linken Fuß. Big Transition. Du kommst nach oben, beugst dein linkes Knie, Skandasana. Und vielleicht ist gerade der Moment, du kommst so ein bisschen nach vorne. Völlig okay. Du kannst dich hier mit den Händen abschützen oder du kannst wirklich die linke Ferse auf den Boden bringen. Und wir öffnen jetzt erstmal so ein bisschen die Innenseite der Oberschenkel und die Hüfte. Entweder die Hände greifen. Hier so ein bisschen Stabilität und auf die andere Seite, auf die rechte kommen. Dani, es spielt keine Musik. Oh! Also, danke, Ronja. Bleib in Skandasana. Dann machen wir das nochmal. Warte mal kurz. Das ist das nicht das Problem, dass wenn ich das höre und ihr nicht, I'll be with you. Computerton. Das. Freigeben. Hört ihr es jetzt? Hört ihr jetzt Ton? Ja, jetzt hört man Ton. Okay.
Gott sei Dank. Alright. Gut. Wir sind, ihr wahrscheinlich alle so, oh Gott, wann hast du den Ton wieder an? Okay, Skandasana. Kommen wir einmal auf die andere Seite. Ja, ein paar Mal. Entweder du hast die Hände hier oben, es ist ein bisschen mehr auf so ein kleines Leg-Workout und kommst tief. Und jetzt linken Fuß, der geht auf den Boden, der rechte, den drehst du ein, Warrior 2. Einatmen, Reverse. Und wieder Trikonasana. Lehn dich zurück. Zieh gerne den Arm übers Ohr. Beugt das Knie, einatmen, gib den linken Arm, Reverse Warrior. Und Parshvakonasana. Und hier von diesem bisschen nach unten gefallen, fächere ich mich wirklich auf. Spüre, wo ist mein Maximum? Und vielleicht nicht über das Maximum hinausgehen, sondern da, wo ich mich gut fühle. Komm nach oben, beug wieder das rechte Knie, setz dich nochmal tief. Die Hüfte ist ein bisschen offener. Wenn du magst, zieh den rechten Arm am Knie vorbei und heb den linken Arm. Die linke Seite. Auch hier einmal öffnen für diesen Twist. Rechten Fuß auf den Boden, Warrior 2. Komm kurz hier an. Streck das Bein und zieh dich nochmal ganz in Ruhe nach vorne. Bring die Hand an die Innenseite oder auch, wenn du magst, an die Außenseite. Gerne nochmal die Hand hinten einmal jetzt ans Kreuzbein und dich wie eben nochmal so reinbringen in die Pose. Arm heben, den Hinterkopf und den Oberkörper so richtig nach hinten gleiten. Das Becken dafür schiebst du nach vorne. Linke Hand an die Innenseite, heb die hintere Ferse und zieh den rechten Arm nach oben, Blick nach unten. Die Hand ab, mach den Schritt kürzer. Parshvottanasana. Zieh die rechte Hüfte wieder zurück und lehn dich über dein rechtes Bein. Und atme. Spür, wenn Haltungen sind, wo du verweilen kannst, spür, was der Atem macht. Ob er dir die Möglichkeit gibt, mal loszulassen, wie das Stöpsel ziehen, ob du tiefer reinkommen kannst. Dann beug das rechte Knie und bring das linke an die Außenseite für den Drehsitz. Einatmen und twist zur rechten Seite. Und schieb hier wirklich auch in den Boden. Und gleichzeitig lass dich nach oben hochziehen von diesem Impuls, der durch deinen Körper geht. Na, wie am Anfang, wo wir gesessen haben. Etwas, das dich nach oben den Weg bahnt. Und einatmen links. Und du krabbelst einfach weiter. Wir gehen jetzt in den Down Dog, aber zur anderen Seite. Super. Einatmen, heb das linke Bein, setz den Fuß nach vorne, Warrior 2. Und die Steffi hat letztens so schön gesagt, guck in deine vordere Hand, in die linke, aber spür in die rechte. Was macht deine rechte Hand hinten? Und dann einatmen, streck das Bein, zieh dich weit nach vorne und komm wieder in dein Dreieck.
Spann dich auf. Oh, gerne auch nochmal mit der Hand hinten, um dir selber diesen Impuls, diesen Adjust zu geben, das Becken rüber zu schieben nach rechts und den Kopf langsam nach hinten gleiten zu lassen. Rechte Hand an die Innenseite, heb die hintere Ferse und zieh den linken Arm nach oben. Hand nach unten, mach den Schritt kürzer. Für diese Pyramidenpose, Paschottanasana und linke Hüfte muss zurückziehen, damit deine Hüfte gelevelt ist. Und du schmilzt wieder nach unten, lässt das Herz weich werden. Die Musik ist wieder weg. Ich kann es nicht. Weiß nicht, warum das passiert. Wir müssen das ohne Musik. Die Musik ist aber auch schön. Ja, dann mache ich das bei mir auch aus. Vielleicht kommen nachher nochmal welche zu Shavasana. Okay. Paschottanasana, es tut mir leid, dass das heute ruckelt mit der Musik. I don't know. Ist halt die Technik, ne? Und bring das äußere Knie an die Innen, an die Außenseite, auf das rechte Knie. Setz dich für den Drehsitz. Und finde hier immer gut diesen Sitz. Beide Sitzbeinhöcker, linken Fuß. Das ist wieder deine Verbindung. Und hier gehst du über den linken großen Zeh, gehst du in die Verbindung, in die Erdung. Ja, und richtest dich dann auf. Ja, und es ist immer ein Reinkommen in die Pose. Ja, das ist auch ein Spielen in der Pose. Ja, ein Exploring, ein Erforschen, ein Fühlen. Lass das Gaumensegel wieder so nach oben schieben, Richtung Decke, Richtung Himmel, dass dein Kopf automatisch sich aufrichtet. Ja, und die ganze Wirbelsäule mitzieht. Und atme noch 2, 3 Atemzüge. Wieder von deiner Kopfkrone nach unten zum Steißbein. Und gleichzeitig ist der Impuls, dass du dich anlehnen darfst. Und deine eigene Rückseite. Einatmen, komm zur Mitte. Und ausatmen, einfach in die andere Richtung. Wir waren jetzt gerade im Gegenverkehr, jetzt krabbeln wir über die rechte Seite wieder. Richtig in den Down Dog. Gerne hier die Welle oder deinen Vinyasa machen, einatmen und zurückrollen aus. Ein paar Mal einatmen und ausatmen. Ja, die Lippen mal kurz ausblasen und spüren, wie die Verbindung da ist. Hände in den Boden, vielleicht kommen mehr die Fersen Richtung Boden. Und dann wandern mit den Füßen nach vorne, aber so mattenbreit, die Zehen leicht auseinander. Und lass dich nach unten in den Squat, Malasana. Auch hier, wenn das nicht geht, wenn die Fersen in der Luft sind, hast du idealerweise Blöcke oder du bist einfach ein bisschen nach vorne abgestützt. Ne? Sonst setz dich tief nach unten, bring die Ellenbogen gegen deine Knie und wieder die Hände. So wie am Anfang, mit der Achtsamkeit zusammen. Und als ob du hier wie so ein Stecker einsteckst. You're plugging in. Und jetzt spür, was nach unten zieht und was dich nach oben hebt. Und wie du durch den Atem in der Verbindung zu beidem stehst, zur Erde und zum Himmel. Ja, zu dem, was uns hier unten auf der Erde hält, aber auch was uns gleichzeitig erhebt, nach oben zu streben. Das, was wir auch sind. Alle Aspekte unseres Selbst, ja, die über den Körper hinausgehen. Und dann werd einmal weich, ganz sack so ein bisschen in dich zusammen, runde den Rücken ruhig, krabbel mit den Händen weit nach vorne und beweg nochmal so die Knie, das Becken, so als ob du dich so ein klein bisschen regelst. Und dann einfach nach hinten plumpsen lassen. Stell das linke Bein, streck das aus, lass dich gerne so weit zurück, dass du gut in der Mitte sitzt.
Nimm den rechten Fuß über dein linkes Knie. Linkes Bein hebst du leicht und setzt es so ein paar Zentimeter mehr nach rechts. Wir machen nochmal eine Drehung nach rechts, einatmen. Aber jetzt schieb den Fuß nicht in den Boden, den linken, sondern schieb ihn in den Raum nach vorne, als ob da eine Wand ist. Und gleichzeitig auch die Verbindung mit dem rechten Fuß in den Boden. Spüre, wie das rechte Schulterblatt dann die Wirbelsäule zieht. Wie du gar nicht anders kannst, als hier diese Aufrichtung zu genießen und dem Strom für Energie und Atem wirklich komplett den Raum frei zu machen, durch deinen Hauptkanal, durch den Körper zu fließen. Dann kommt zur Mitte, setzt die linke Hand hinter dir ab und der rechte Fuß, der dreht sich so ein bisschen nach links und du kommst auf die Außenkante vom linken und du hebst das Becken hoch. Das ist eigentlich so ein kleines Vashisthasana. Und heb den Arm einmal über den Kopf. Einatmen und nur mit der Ausatmung bringst du deine linke Hüfte mehr Richtung Boden, aber nicht absenken und den Arm Richtung Fuß. Und fächerst dich wieder auf, einatmen. Spür mal, wo die Atmung hinfließt. Wo du Raum kreieren kannst und wie du gleichzeitig auch hier an deiner linken Seite die Kraft aufbaust. Immer so ein Wechselspiel zwischen Steadiness und Ease. Steadiness, die Stabilität. Einatmen. Spür die Freiheit jetzt. Und ausatmen. Setz dich wieder auf den Boden. Nimm den rechten Fuß an die Innenseite. Janushishasana. Einatmen, heb den rechten Arm. Und bring ihn entweder an die Außenseite oder da, wo du für dich gerade ein gutes Gefühl hast. Einatmen. Richte dich leicht rüber nach links. Und ausatmen und schmelz. Über dein linkes Bein, zu deinem linken Knie. Aber gleichzeitig, ich versuche jetzt nur zu erklären, was jetzt gerade in mir passiert, merke ich, dass aber auch ein großer Impuls auf meiner rechten Flanke entsteht, indem ich meine rechten Sitzbeinhöcker nach hinten ziehe und das rechte Knie auch aktiv mehr Richtung Boden bewegen möchte. Und mein Herz wirklich wieder bisschen anhebt, ein bisschen fliegt und dann wieder weich wird. Komm wieder nach oben einatmen, setz die Hand jetzt rechts einmal hinter dich ab, komm nur auf dein Knie. Kleines Wild Thing, heb das Becken, zieh den linken Arm übers Ohr und schieb das Becken von dir weg. Und setz dich nach unten aus. Bein rechts ausstrecken, linken Fuß einmal über das Knie und den rechten Fuß ein bisschen nach links versetzen. Warum machen wir das? Dann haben wir die Drehung mehr unten im unteren Rücken. Greif das Knie einatmen und dreh dich auf nach links. Und schieb jetzt mit dem rechten Fuß der Ferse mit den Zehen, spreiz die Zehen, sei aktiv. Hab die Verbindung zu allen Teilen in deinem Körper. Das ist das Schöne, eigentlich ist nichts offline. Das ist auch das, was Embodied Flow will. Wir wollen alles online bringen. Alle Organe, alle Muskeln, alle Knochen, alles muss sich angesprochen fühlen. Manchmal konzentrieren wir uns auf eine Sache und den Rest, den vergessen wir. Aber wenn alle Programme wie bei einem Computer laufen und alles da ist, nichts schläft, dann kannst du dir vorstellen, was dann möglich ist an Optionen. Dann komm zur Mitte, richte ein bisschen den linken Fuß nach rechts und heb dich wieder hoch mit dem Becken. Zieh den linken Arm übers Ohr, so ein bisschen Kraft hier auch gefragt. Und ausatmen, Blick über deine linke Schulter. Und einatmen, heb dich hoch. Spür, was passiert. Dehnung in der rechten Seite, Dehnung in der linken Seite.
Letztes Mal ausatmen. Und dann lass dich wieder auf dein Gesäß zurück. Nimm den linken Fuß an die Innenseite für Fujano Shishasana. Und du kannst dann nochmal den rechten Sitzbeinhöcker so ein bisschen nach hinten ziehen, dass du besser sitzt. Auch solche Sachen, die geschehen unbewusst. Spür das einfach, was du brauchst. Und bring dich nach vorne, greif gerne die Außenseite. Schenk dir nochmal die Länge mit der Einatmung und dann genieß das Ausatmen und das Dahinschmelzen, das Hingeben in diese Vorwärtsbeuge. Und geh tiefer rein in die Pose. Wo merkst du, wo ist Raum? Wo will der Atem hinfließen? Und wie so ein Fluss, der sich immer den Weg zum Meer sucht. So wird dein Atem immer dahin fließen, wo du den Raum öffnest. Du die Schleuse aufmachst. Komm nach oben, setz die linke Hand hinten ab. Ist einfach nur noch mal so ein Gefühl von, ja, das fühlt sich gut an. Zieh die rechte Seite lang. Und ausatmen, setz dich nach unten. Bring die Füße mattenbreit und lass nur mal die Knie so von links nach rechts gleiten. Ich muss mal kurz gucken, wie wir zeitlich überhaupt drauf sind. Okay. Und du kannst die Hände auch auf die Knie setzen und den ganzen Körper nochmal so ein bisschen mitdrehen. Links, rechts. Dann kommen wir auch schon meistens vorne an den Anfang der Matte an. Und dann rollst du dich zurück, ausatmen. Zieh den Bauchnabel nach innen, das Schambein zu dir und lass dir Zeit. So wie eben, wo die Hände aufeinander zugegangen sind, lassen wir uns die Zeit jetzt zu spüren, wo Schwerkraft jetzt uns nach unten zieht und wo Muskelkraft uns hält. Und dann gibt es immer den Punkt, wo es richtig hart wird. Dann leg dich kurz ab, die Hände kurz auf den Bauch, wenn er sehr stark gearbeitet hat. Dann bring die Füße näher ans Gesäß. Die Arme erstmal neben den Körper. Und dann zieh die Arme über den Kopf einatmen. Und ausatmen wieder neben den Körper. Und dabei machst du dich ganz stabil in der Mitte, ziehst den Bauchnabel nach innen und spürst, wenn du einatmest, das Becken hat so eine Tendenz, es will nach vorne kippen, es will wieder Raum entstehen, der Rücken ist so leicht gewölbt. Und mit der Ausatmung drückst du den unteren Rücken richtig auf den Boden. Und dann heb dich für dynamische Schulterbrücke einatmen. Und lass den Atem jetzt ganz lang werden mit der Ausatmung. Einatmen für 4. 3. Und ausatmen mal für 8. Und erst lässt du das Gesäß nach unten sinken für 4. Und dann noch die Arme folgen für 4. Alle Luft raus. Noch einmal so einatmen für 4. Halt gerne kurz in der Atemfülle oben und dann erstmal ausatmen. Die erste Hälfte mit deinem Gesäß langsam nach unten bringen. Ist noch Atem da. Nochmal 4 Counts. Die Arme neben den Körper. Nochmal einatmen, heben. Die Arme bleiben jetzt über dem Kopf und du atmest hier oben mal vollständig aus. Alle Luft raus. Arme bleiben über dem Kopf. Und du bringst in der Atemleere jetzt dein Gesäß nach unten. Und du merkst, Uddiyana Bandha, du saugst den Bauch nach innen und nach oben. Und es ist ein richtiges Vakuum. Hältst kurz die Atemleere. Und dann einatmen, wieder Becken heben. Füll dich auf. Der Atem hat die Tendenz, jetzt wirklich nach oben zu steigen. Den ganzen Brustraum zu füllen.
und das Herz zu berühren. Das machen wir nochmal. Ausatmen hier oben. Alle Luft raus. Halt den Atem in der Leere. Und dann das Gesäß nach unten bringen. Der Bauch zieht sich nach innen und dann fast unter die Rippen nach oben. Und dann einatmen, wieder das Gesäß heben. Bring die Arme neben den Körper für 5, 6 Atemzüge Schulterbrücke. Greif die Hände, wenn du es so gewohnt bist, oder greif die Matte. Und die Knie schieben nach vorne. Fersen in den Boden. Das Kinn ein bisschen heben, die Kehle ein bisschen frei machen. Vielleicht kannst du sogar ein klein bisschen das Gesäß entspannen. Und die Länge auf der Körpervorderseite besser spüren. Stell dir vor, dein Schambein, dein Bauchnabel, die wollen weg von deinem Hals, von deiner Brust. Atmest dich auf der ganzen Vorderseite und auf der Rückseite. Dann löst die Hände und lass das Gesäß langsam, langsam nach unten gleiten. Füße auseinander. Und jetzt beginnt wieder die Berührung. Rechte Hand auf den Bauch oder den Unterbauch, die linke oben auf die Brust, auf dein Herz. Und dann kommt manchmal ganz automatisch so ein Seufzer, so als wenn eine geliebte Person dich endlich in den Arm nimmt. Dich endlich berührt. Und du kurz wirklich spürst, dass sich alles in dir entspannt. Vielleicht kannst du das wahrnehmen, dass es diesen Impuls genauso für dich selber gibt, wenn du dich berührst. Aber mit so einer Achtsamkeit. Mit einer Präsenz. Nicht einfach so. Wir berühren uns ja ständig selbst, den ganzen Tag. Aber mit dieser Intention von Presence, Loving Kindness. Dann setzt das Gesäß ein bisschen nach rechts und für deinen Twist, entweder bringst du die Knie aufeinander oder du lässt die Knie ein bisschen weiter oder du machst Garudasana, wickelst die Füße übereinander, as you like. Es kann ein easy Twist sein, du kannst ein bisschen mehr Dehnung für deine rechte Seite reinbringen. Schau mal, was da gerade gut ist. Such nochmal, ob ich das nochmal hinkriege. Vielleicht ist Musik da, vielleicht auch nicht. I don't care. Ich höre welche. Ein paar Atemzüge nochmal in die rechte Seite. Mit der Einatmung kommt zur Mitte. Setz das Gesäß ein klein bisschen nach links. Und dann bringst du die Knie rüber zur rechten Seite. Kannst auch mit der rechten Hand die Knie noch ein bisschen fixieren und dich jetzt auf die linke Seite ausdehnen. Gerade hier, stell dir vor, wie die linke Seite wie so ein Tor hier in deiner linken Brust aufmacht und so aufschwingt. Und du atmest über den Bauchnabel ein und durch dieses linke Tor in deinem Herzen aus. Dein Zentrum. Ein und über dein Herz aus. Es gibt jetzt bald nichts mehr zu
erreichen oder zu verändern. Nur noch ein Dahinfließen jeder Empfindung, die du jetzt spürst. Mitte einatmen, greif mal die Knie. Du kannst sie entweder weit greifen und na, dich auch noch mal hier in der Hüfte öffnen oder du umschließt die Knie und holst den unteren Rücken ab. Kreisende Bewegung. Vielleicht musst du auch mal ein paar Mal über die ganze Wirbelsäule rollen. Auch hier. Es gibt so viele Möglichkeiten. Ne? Und ich hoffe, dass kein Yoga-Lehrer, wenn man seinen eigenen Impuls nachgibt, einem da irgendwie was sagt, wenn man einfach was anderes manchmal macht. Ja, weil das die Matte ist, dein Labor, dein Laboratory, auf das du immer wieder kommst oder an das du gehst, um zu erfahren, um zu, dich zu spüren. Und Yoga sollte diese Möglichkeit sein, um sich selbst zu erfahren. Wenn dir jetzt gerade noch was fehlt, Happy Baby oder irgendwas anderes, dann haben wir jetzt noch mal ein paar Minuten gerade hier, um dem nachzugeben, jedem Impuls. Und für mich ist es auch mehr fast jetzt so ein bisschen so ein Spielen, wieder wie, sehr kindlich fast, ne? So wie ich jetzt im Happy Baby einfach so ein bisschen hier rumeier, aber das, was mein Körper gerade will, nicht so, okay, Sitzbeinhöcker runter, Fersen nach oben. Das gibt's auch, die Klassen sind mal gut, aber ich an meiner Stelle finde das gerade besser. Mich keiner judgt, ich mich selber auch nicht, für irgendwas, was ich vielleicht nicht so mache, wie es im Lehrbuch steht, sondern das ist ein Erfahren. Oh. Und dann streck die Beine aus. Leg die Arme neben den Körper. Und auch hier, lass die Beine nochmal so wie Spaghetti einfach gerade so ein bisschen von links nach rechts baumeln. Spür der Impuls. Du kannst die Hände auch nochmal hier auf deine Leisten legen. Ja, der Impuls soll der Hüfte sagen, hey, it's okay, you can open. Open the doors. Ja, weil gerade wenn das auch zu und fest ist, dann blockiert es irgendwie hier unten. Leg die Arme neben den Körper, die Handflächen nach oben. Die Finger krümmen sich ganz leicht. Und spür die ganze Körperrückseite. Dein Hinterkopf, deine Schultern, dein oberer Rücken. Dein Gesäß, die Rückseite deiner Beine. Spür die schöne Verbindung zum Boden, dieses Gehaltensein, das Getragensein. Das Gehaltensein und der großen Mutter, auf der wir ja alle permanent gehen, liegen, stehen. Sie hält uns. Spüre den Atem, wie er dich von innen heraus auffüllt, den Bauch, Brust. Und wie kleine Flüsse, diese Inner Rivers, bis in jede Ecke deines Körpers gerade ihre Lebensenergie transportieren, jede Zelle, durch die Beine bis zu den Fußsohlen. Von der Achsel bis zur Hand, bis zu den Fingerspitzen. Vielleicht fließen diese kleinen Zuläufe, diese Rivers, an eine Stelle. Vielleicht ist es das Herz, vielleicht ist es dein Bauch. Oder dein drittes Auge, wo du dich jetzt zentrierst, wo der Ursprung ist. Du zurückkommst zur Quelle, da wo
erfüllt für dich dein wahres Sein ist, stattfindet, wo du es findest. Und lass dich für die nächsten Minuten einfach wie in den Schoß von der Mutter dort hineinbringen. Du badest in dieser Quelle. Momenten vertiefe den Atem. Spüre es nur durch die tiefere Atmung, wie du wieder Kontakt jetzt mit deinem ganzen Körper aufnimmst. Nimm den Weg deinen wunderbaren Körper. Kleine Bewegung der Finger, der Hände. Größere Bewegung, was immer du magst. Und roll dich nochmal auf eine Seite. Zieh nochmal alles zurück zum Ursprung deiner Quelle. Und spür vielleicht diese innere Ruhe, dieses davon dahingleiten mit dem Strom. Mal oft fühlt sich das im Alltag ja oft gegen den Strom an. Nein, du fließt dahin, wie so ein Blatt, das davongetragen wird. Natürlich im Lauf des Flusses. Ohne Widerstand und durchlässig für alle Erfahrungen. Dann komm langsam nach oben zum Sitzen, ist die Augen noch geschlossen. Lass das innere Sehen mehr da sein, das nach innen gerichtet blicken. Und bring die Hände wieder mit der gleichen Achtsamkeit, die am Anfang zueinander, aber vielleicht spürst du, dass deine Energiehülle, dein Pranamaya Kosha, vielleicht ein klein bisschen aufgeladener ist und du vielleicht sogar so ganz leichte Impulse spürst in die Finger nebeneinander oder aufeinander zuschieben und sich dann berühren. Über diese Verbindung, die Wärme und vielleicht auch das Gefühl, wie du jetzt in Verbindung mit dir stehst, mit allen Aspekten, allen Bereichen, allen Gefühlen, genau so wie du bist. Voller Dankbarkeit für dieses Wunderwerk, das jeder von uns ist. Enden wir noch mit einem Om, die Nase nochmal einatmen. Du magst, verneig dich, was für dich Bedeutung im Leben hat. Mit dem du dich verneigen möchtest. Oder bring die Hände an dein drittes Auge und zentriere nochmal die Weisheit
Intuition, die du da hast. Namaste, ihr Lieben. Oh.